Guten Tag, hier bin ich wieder, eure Julia von Die Zockerinnen. Heute versuche ich mal ein neues Spiel namens Flappy Birds, also Flappy Wings. Aber ist eigentlich Flappy Birds. Und einige kennen es nicht. Egal, dann lernt sie es einfach kennen. Manche machen es verrückt, weil da der Vogel immer so rauf und runter fliegt, kann es einen verrückt machen. Ziel ist es, so lange wie möglich durchzuhalten und den Vogel immer durch diese Röhren zu bringen. Mein Rekord liegt bei 25, glaube ich. Und ja, das Spiel geht eigentlich voll leicht und ja. Geht eigentlich am Anfang eher schwerer. Aber es wird mit der Zeit leichter. Also man tippt auch auf den Bildschirm, aber ich tippe da weit unten, damit man den Finger nicht so aus dem Bild sieht. Und ja, wenn man so redet, dann ist es auch ein bisschen schwerer, sich zu konzentrieren. Und ja, ich spiele das Spiel schon seit einem Monat, aber auch nur so ab und zu, weil das Spiel macht wirklich einen verrückt. Versuche es nicht. Funktioniert. Ja. Vor allem die Werbung macht einen verrückt. Das ist so Schleichwerbung aus meinen Videos, wirklich. Aber ich kann das leider nicht ändern. Ich kann es dann halt immer auf diesem Weg immer cutten. Aber ja. Ich mache jetzt ganz viel Schleichwerbung. Falls ihr Fragen habt zum Spiel, dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Und jetzt noch eine Schleichwerbung. Empire for Kingdoms. Ja, das mag ich nicht so sehr. Oder ist es das Spiel, das ich eigentlich damals sehr gemocht habe, bevor ich Clash of Clans kennengelernt habe? Keine Ahnung. Ich schaue es mir mal an. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Oder besucht einfach meinen Clan und stellt sie halt da drinnen. Also ich spiele auch Clash of Clans, was ihr vielleicht schon gemerkt habt, wenn ihr meine vorigen Videos angeschaut habt. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Es ist Flappy Bird, Flappy Bird, Flappy, Flappy, Flappy Bird. Und es macht einen wahnsinnig. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.